Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. 27. Spieltag steht an, der wir erwarten am Dienstag 17.30 Uhr den VfL Bochum zu Gast im Audi Sportpark. Ein bisschen ungewohnte Anstoßzeit. Ja, vom Prozedere her aber alles gleich, Öffnungszeiten wie gewohnt. Ich begrüße unseren Trainer hier zu meiner Linken natürlich wie immer recht herzlich, Ralf Hasenhüttl. Und ja, Ralf, bitte um deine Einschätzung zu dem Spiel. Ist ja die letzte Partie noch nicht allzu lang her. Nach Bochum gibt es relativ zeitnah wieder eine. Ja, wie sieht es aus innerhalb der Mannschaft, bitte? Ja, meine Einschätzung für das letzte Spiel dividiert etwas von der Einschätzung, die ich heute im Kicker gelesen habe über das Spiel. Das war kein Spiel, dessen Niveau unterhalb der Grasnarbe war. Das galt vielleicht für die Heimmannschaft, aber für uns garantiert nicht. Und dass wir kompakt gestanden wären, defensiv und auch kaum eine Chance hatten, muss ich sagen, kann ich absolut nicht unterschreiben. Aber ja, so ist die Wahrnehmung und meine ist halt Gott sei Dank ein bisschen anders. Ich finde, dass wir eins unserer besten Auswärtsspiele gemacht haben. Das habe ich auch nach dem Spiel gesagt. Und so viele Chancen, wie wir auswärts hatten, dass wir kein Tor machen, steht auf einem anderen Blatt. Aber wir sind nicht mal defensiv gestanden, sondern so weit vorne attackiert, den Gegner zu haben. Ich glaube, damit hat der Gegner einfach nicht gerechnet und dementsprechend, ja, hatten sie auch kaum eine Lösung gegen uns. Wir waren richtig griffig und haben eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Dass wir nur einen Punkt geholt haben und damit zu den weniger erfreulichen, ist sicherlich unterm Strich nicht befriedigend, das muss ich ganz klar sagen. Wir belohnen uns im Moment für unser Spiel nicht auf die Art und Weise, wie uns das phasenweise in der Saison schon gelungen ist. Andernfalls wären wir nicht zu 31 Punkten gekommen, weil Fakt ist, wir haben heute auch schon viele Spiele erlebt, wo wir sicherlich nicht so gut gespielt haben, aber uns dann auch mit einem Sieg belohnt haben. Im Moment läuft es ein bisschen anders. Wir spielen eigentlich besser als das Ergebnis. Aber ich glaube, das gleicht sich über das Jahr hin auch aus. Und wichtig ist, dass wir so dranbleiben und versuchen, dieses Niveau auch zu halten. Dann bin ich mir sicher, werden wir uns auch wieder mit 3 Punkten belohnen. Und hoffentlich schon morgen Abend zu Hause hier gegen Bochum. Ja, die Ausgangssituation ist ja allseits bekannt. Waren wir im Hinspiel noch 7 Punkte vor dem Hinspiel noch 7 Punkte hinter Bochum. Abgeschlagen letzter, so sind wir mittlerweile vor Bochum. Das zeigt, welche Entwicklung wir auch genommen haben in den letzten Monaten. Aber es ist natürlich ein wichtiges Spiel, weil es für beide um sehr, sehr viel geht. Und wir auf alle Fälle nachlegen wollen. Und vor allem gegen ein Team, das ja in unseren Regionen tabellarisch sich aufhält, ganz wichtig, nicht zu verlieren und auf alle Fälle zu punkten. Idealerweise 3-fach zu Hause. Das ist unser Wunsch und darauf bereiten wir uns vor. Dankeschön, Ralf. Kannst du noch kurz zum Personalstand was sagen? Gibt es irgendwelche Verletzten, die hoffentlich nicht dazugekommen sind? Ja, Stand jetzt habe ich nur von Pascal Groß gehört, dass er ein bisschen Probleme hat mit seinen operierten Weisheitszähnen, also dass sich da anscheinend Entzündungen eingestellt hat und er heute nicht trainieren wird, Antibiotika nehmen muss. Ob er morgen spielen kann das, oder spielen wird, das werde ich dann auch noch mit ihm zusammen entscheiden. Ich bin ja sowieso auch geneigt, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, unseren ausgeglichenen Kader auch eine Chance zu geben, zu spielen. Und ich glaube, das macht ja absolut Sinn in der englischen Woche. Ich habe mir das in allen bei meiner letzten Station angewöhnt und war damit eigentlich sehr gut gefahren mit der Tatsache, dass man eben dann auch im zweiten Spiel in der englischen Woche auch mal durchrotiert. Und dementsprechend wird es sicherlich ein paar Veränderungen zu der Mannschaft in Pauli geben, auch wenn sie sehr gut gemacht haben in Pauli. Aber wir haben Möglichkeiten, wir haben einen großen Kader, wir haben Spieler, die heiß sind, auch wieder zu spielen. Und natürlich auch aufgrund der Taktik, die sicherlich ein bisschen anders aussehen wird gegen Bochum, durchaus möglich, dass wir eine andere Herangehensweise wählen. Und das spricht dann vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der jetzt im letzten Spiel nicht von Anfang an dabei war. Und dadurch kann es sicherlich sein, dass die Startelf ein bisschen ein anderes Gesicht hat als gegen Pauli. Ansonsten, glaube ich, sind alle Mann wieder an Bord, bis auf die Langzeitverletzten. Heinal und Matip sind sonst alle mit an Bord. Vielen Dank, Ralf. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wie immer. Kurzes Handzeichen, bitteschön.
Mikrofon kommt. Gottfried Sterner, Donaukurier, bitteschön. Ja, wie erwarten Sie denn Bochum? Das ist ja so ein Spiel. Bochum hat ja genau die gleichen Stärken wie Ingolstadt. Vor allen Dingen auswärts stehen die gut. Was erwarten Sie für ein Spiel? Genau umgekehrt wie beispielsweise jetzt in St. Pauli? Ja, ich warte schon einen kompakten Gegner, ist klar. Aber Sie haben jetzt die Spiele, die ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, da waren sie schon auch fußballerisch bereit, so mitzuspielen und haben vor allem in Aalen, finde ich, sehr, sehr abgezocktes Auswärtsspiel gemacht. Bei Standards sind sie gefährlich, kommen auch ganz gut über außen, Flanken ins Zentrum. Das machen sie gut, da rücken sie gut nach und werden dann auch torgefährlich. Ja, und hinten sind sie sehr kopfballstark, sehr zweikampfstark und haben sicherlich auch jetzt zuletzt gegen Sandhausen ein bisschen Probleme gehabt, wenn sie das Spiel machen müssen, das ist klar. Deswegen tun sie sich auswärts leichter, sind dann, wenn sie in Führung gehen, unangenehm zu spielen, weil sie gut das Spiel, ja, den Rhythmus stören und dann auch sehr clever verteidigen und ähnlich wie wir es auch auswärts immer wieder schaffen, dann auch zu Null zu spielen. Das ist ihnen nicht einmal, sondern sehr oft gelungen. Und das wird sicherlich keine einfache Aufgabe für uns, keine Frage, zu Hause zu spielen. Wir brauchen, das ist auch nichts Neues, Geduld. Die zweite Liga geizt ja momentan ein bisschen mit Toren. Das hat man ja letztes Wochenende gesehen. Ich glaube, die haben wir uns alle für die Woche aufgehalten jetzt. Und deswegen werden wir schauen, dass wir da nicht hinten nachstehen, sondern auch mal wieder zu Hause eins machen. Bin aber auch kein Trainer, der das dramatisiert, wenn man mal zweimal nicht trifft. Wir haben davor in jedem Spiel unsere Tore gemacht. Es gibt aber auch mal so Spiele, wo halt einfach mehr Chancen da sind und man macht keinen. Aber ich glaube, wichtig ist es, dass man ja, das nicht zu sehr thematisiert, dass daraus irgendwie so ein Nimbus entsteht. Und deswegen sprechen wir das einmal kurz an und dann ist das auch wieder gut. Und dann arbeitet man ganz normal weiter. Ich glaube, auch die Jungs mit irgendwas zu überfrachten, ist nicht gut, sondern ihnen einfach diesen Instinkt dann wieder geben, den sie brauchen, um dann eben die richtige Entscheidung zu treffen. Es geht so schnell da vorne drinnen. Wir haben die Chancen wirklich im letzten Spiel toll rausgespielt, aber dann, keine Ahnung, treffen wir den Ball nicht hundertprozentig im 16er und deswegen bringen wir uns da ein bisschen um die Früchte. Aber wie gesagt, ich weiß, dass die Jungs Tore machen können und bin mir sicher, dass wir auch jetzt gegen Bochum Chancen haben werden und dass dann auch mal wieder einer reinrutscht. Da bin ich mir sicher. Sind Sie bereit, schon ein höheres Risiko zu gehen in diesem Spiel oder sagen Sie immer noch lieber, wir wollen den Gegner auf Distanz halten, geduldig bleiben? Also ich glaube, dass wir jetzt schon in Pauli eigentlich wesentlich mehr Risiko gegangen sind, als man uns vielleicht auch zugetraut hätte. Ich habe ja schon gesagt, es hat den Gegner eine Spur weit sicher überrascht, wie hoch wir da verteidigt haben, wie früh wir da teilweise attackiert haben. Und wir haben schon gezeigt, und die Jungs haben schon gezeigt, dass sie das auch können und trotzdem nichts zugelassen. Ich glaube, wer 90 Minuten trotzdem mal hoch attackiert, kaum eine, oder eigentlich keine richtige Torchance zulässt, das gibt schon Selbstvertrauen. Man darf nur nicht übermütig werden und glauben, dass der Gegner so einfach immer auszuschalten ist. Ich muss sagen, Roger hat natürlich ein Riesenspiel gemacht. Ja, hat durch dieses Rausdecken und immer wieder nach vorne stechen natürlich da auch viele Bälle schon viele Gegenangriffe schon im Ansatz gestört, sodass nicht mal unsere Laufleistung so wahnsinnig hoch sein musste. Wir mussten eigentlich nie die 40 Meter zurückmarschieren, wie wir sie sehr oft sonst machen müssen. Und das lag viel auch daran, dass wir eben in der Vorwärtsbewegung dann gleich wieder Bälle gewonnen haben, nachgepresst haben. Ja, und das soll schon irgendwann in diese Richtung gehen, ja, aber klarerweise sind wir noch immer nicht gesichert und klarerweise ist noch immer wichtig, und das sieht man ja auch an der Tabelle, wir holen den Punkt in Pauli und erhöhen oder vergrößern damit unseren Vorsprung auf die Abstiegs- oder Relegationsplätze. Und deswegen ist es das Allerwichtigste in solchen Momenten eben nicht zu verlieren, sondern konstant zu punkten, und da wägt man natürlich immer ein bisschen ab, wie viel Risiko man geht. Aber ja, ich glaube, der Ansatz ist nach wie vor der gleiche für uns. Die Arbeit gegen den Ball ist immer im Zentrum unseres Interesses und alles, was sich daraus entwickelt, wird, finde ich, dann immer strukturierter, wenn wir dann eben, wie gesagt, noch ein bisschen abgeklärter sind in den entscheidenden Situationen. Ja, dann können wir dann auch mal
uns wirklich wieder mit dem Sieg belohnen. Und das ist das sicherlich, wonach die Mannschaft auch lechzt und im Endeffekt auch jetzt wieder reif ist für so einen Dreier. Und ich glaube, egal ob zu Hause oder auswärts, wir wissen, dass wir Spiele gewinnen können. Und wir haben ein einziges Spiel jetzt seit 2014 verloren. Und wir können jetzt in dieser englischen Woche einen guten, großen Schritt machen. Aber wir gucken jetzt einmal auf das nächste Spiel und das ist Bochum und da geht es alles reinzupacken. Nochmal ein Wort zu Roger. Sie haben ihn ja schon angesprochen. Er hat ja eine ziemliche Entwicklung hinter sich. Was hat sich bei ihm verändert? Ich glaube, die Gewissheit zu haben, dass ich auch mal einen Ball löschen kann und in die gegnerische Hälfte schlagen kann, ohne ja, das irgendwie negativ behaftet, dass das irgendwie negativ behaftet ist oder dass man dafür Lob bekommt, das ist für ihn neu. Und dementsprechend weiß er, dass wenn er einen Ball gut klärt, dann bin ich genauso zufrieden, wie wenn er dann mit seiner überragenden Technik versucht aufzulösen. Dass das auch immer wieder mal drinnen ist, zeigt ja, was für ein großartiger Fußballer er ist. Aber ich glaube, so schnell mal in Position dann auch wieder anzunehmen da hinten und da einzuspringen und dann zwei solche Spiele abzuliefern, zeigt schon von der Qualität, die dieser Bursche hat. Und im Zweikampf war er ja fast unüberwindlich. Und nochmal, wichtig ist, und das gilt ja für uns alle, diese Bescheidenheit und Demut auch im Spiel weiter zu haben, zu wissen, wann kann ich auch mal Fußball spielen und wann ist es besser, den Ball auch einfach mal zu klären. Und ich glaube, diese Gewissheit zu haben, dass das auch mal absolut legitim ist, das ist das, was sich hauptsächlich bei ihm verändert hat. Und wenn er das tut, dann hat er trotzdem mal einen Fehler drinnen in seinem Spiel. Und momentan hat er die Qualität, dass dieser Fehler nicht zum Gegentor führt. Das ist auch Qualität. Und wenn du weißt, er hat den einen gemacht und da ist nichts passiert, dann weißt du, okay, das war es hoffentlich für heute eine. Ja, aber okay, das muss ich dann auch akzeptieren, weil, wie gesagt, er geht auch manchmal ein bisschen mehr Risiko mit seinem Zweikampfverhalten und das ist auch absolut legitim. Aber unterm Strich ist die Entwicklung absolut positiv. Ich bin sehr zufrieden und vor allem für uns war es wichtig, dieses 0-0-Spiel in Pauli, wo es ja nicht so einfach ist vor dieser Kulisse, aber hat man den Jungs auch andere hinten sehr souveräne Vorstellungen in der Innenverteidigung abgeliefert. Das war schon so, wie ich mir das vorstelle und dementsprechend sehr, sehr wichtig, dass wir da auch die Null gehalten haben. Dann, ja. Roland Geier, Neuburger Rundschau, bitteschön. Herr Hasensiedl, Sie haben gesagt, personell verändern Sie was. Sie haben ja in St. Pauli schon mit Mijatovic und mit Danny da Costa zwei gewechselt. Die sind ja sehr gut gestanden. Muss man erwarten, dass in der Offensive was geändert wird? Ja. Und die Defensive steht, also die Viererkette hinten? Es kann auch sein, dass ich hinten nochmal rotiere. Also es ist auf allen Positionen möglich, dass ich was verändere. Ist Daniela so ein Kandidat? Der spielt ja jetzt durch. Oder hat jetzt durchgespielt? Also es kommt das Spielchen, dass wir jede Woche fragen, welcher Spieler vielleicht von vornherein schon mal der ist, der da draußen ist. Also weiß ich wirklich noch nicht im Moment. Ja. Also bin gerade so dabei, mich auf das System so ein bisschen vorzubereiten, was der Gegner spielt. Und dementsprechend, was ich dann brauche, werde ich mir das Personal dafür aussuchen, die das am besten oder die das meiner Meinung nach am besten umsetzen können. Und ob das dann mit Danilo oder was ist, weiß ich im Moment wirklich nicht. Der Gottfried hat ja schon angekündigt, ob man risikoreicher spielt. Ich meine, Bochum hat doch gezeigt, dass sie nervös sind momentan, oder? Ich weiß nicht, aus welchem Grund die jetzt nervös sind, weil sie jetzt daheim gegen Sandhausen verloren haben, oder wie? Ja, also Sandhausen gibt kaum eine unangenehmere Mannschaft in der Liga und gegen die daheim spielen zu müssen und nach 10 Minuten 1-0 da hinten sein zu müssen, das wissen wir aus eigener Erfahrung, wie unangenehm das sein kann. Ja, das ist einfach im Moment mit der unangenehmste Gegner in der Liga zu spielen. Noch dazu, weil er Sandhausen heißt und jeder glaubt, ja, den muss eigentlich mit 5 Dingern nach Hause schicken. Dementsprechend ist dann die Erwartungshaltung, dementsprechend sieht dann so ein Spiel aus. Und wenn du dann als Verlierer vom Platz gehst, ist klar, dass du natürlich da einiges anhören musst. Aber ich glaube, daraus zu schließen, dass das deswegen für uns einfacher wird, wer dieser Meinung ist, der hat wirklich in der zweiten Liga noch nicht viel kapiert, weil du weißt ganz genau, mittlerweile sieht man es ja auch Woche für Woche, wie viele Mannschaften damit gut leben, dass sie erstmal tief stehen und verteidigen und wie schwer es für die Offensiv- oder Heimmannschaft oft ist, da durchzukommen.
das hat sich mittlerweile so manifestiert, dass eben auch im Moment sehr wenig Tore fallen und dementsprechend wird es für uns, ob jetzt Bochum nervös ist oder nicht oder ob sie jetzt Probleme haben oder nicht, es wird ganz, ganz ein schweres Spiel für uns werden, weil die haben auswärts, wie gesagt, sehr viele Punkte gemacht. Aber man muss trotzdem versuchen, Lösungen zu finden, nicht zu akzeptieren, wenn etwas nicht funktioniert. Und ich glaube, wir werden gegen unsere Heimbilanz jetzt kurzfristig relativ wenig machen können. Die steht hier, ja, die wissen wir alle. Und trotzdem sind wir seit 2014, wir haben jetzt zwar drei Spiele gemacht, eins gewonnen, eins unentschieden, eins verloren. Aber unterm Strich war die Bilanz bis jetzt in der Saison, war aufgrund der anderen Spiele, die wir auch hatten, nicht gut. Aber wir gehen jetzt auch nicht jeden Tag her und erzählen uns das, wie schlecht wir eigentlich zu Hause sind und wie wenig Punkte wir daheim machen. Dass da eben vieles noch nicht so perfekt gelaufen ist, das wissen wir natürlich klar. Aber wir haben auch schon richtig gute Spiele daheim gemacht und an denen orientieren wir uns. Und daraus versuchen wir, das Richtige zu ziehen und zu schauen, ob wir ein ähnlich gutes Morgenabend hinbekommen. Und ich bin da guter Dinge, dass uns das gelingt. Weitere Fragen, bitte schön. Dem ist nicht so. Dann vielen, vielen Dank und wir sehen uns morgen Abend. Das nächste Mal schon mal vorab. Spieltagspressekonferenz vom Spiel gegen Düsseldorf, denke ich, wird am Donnerstag sein, dass ihr es schon mal gehört habt. Normal 2-Tage-Rhythmus. Jetzt aufgrund der Terminenge gehen wir auf einen Tag. Aber jetzt erstmal Fokus Bochum. Bis morgen.